zwar, Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wie man sehen kann, wir tun heute Stroh umdrehen. Davor haben wir jetzt schon zwei Ecken gemacht, weil es hat jetzt, das Stroh ist jetzt schon eine Weile gelegen, bis es jetzt reinkommt. Ich muss gucken, wenn ich es nicht schaffe, noch vom Rest vom Reitur und so zum Filmen, ob ich es nicht in irgendein anderes Video noch reinschneide, weil es ist ein wenig schwierig. Wir werden jetzt auch dann die Tage noch selieren und so. Also ja, also im Vorgewände ist es ein wenig, da wo man drüber gefahren ist, beim Dreschen ziemlich feucht unten drin gewesen. Ist halt jetzt halt nicht mehr so ein Schälstroh, aber ein Walzerstroh tun wir sowieso einstrehen. Und wundert euch nicht, auf dem Acker hat wohl jemand gereiselt, ist ja nicht weiter schlimm, war ja versehen. Und wenn man bloß gereiselt hat, hat ja nichts gemacht. Halt, ist ja jetzt halt nichts kaputt, und deswegen du musst jetzt halt erst recht noch zusammen. Aber so wie es kreiselt worden ist, muss man sagen, sind die Schwaden schon noch recht gut da. Also das braucht schon, dass es umdreht wird. Und ja, man kann jetzt da sehen, dass wir eben ziemlich schmal gestellt haben, dass die, oder was heißt schmal gestellt haben, wir nehmen es schon breit auf. Tun es dann aber ein wenig auf nicht so breite Schwaden, sondern auf hohe, damit das schön durchlüften kann. Da kann das schön durchlüften, das ist jetzt locker da dran. Und ja, was ich noch sagen wollte, das wäre ich aber bestimmt an einem anderen Video dann auch noch sagen. Eigentlich wollten wir alle drei Weizenecke dann auch eine Gerste hin tun, müssen aber Not, also was heißt jetzt hat in der Not nicht, aber wir müssen jetzt hat an dem Acker noch ein Kleegras oder Luzerne oder sowas einsehen, weil ja jetzt hat das ab diesem Jahr dann gilt, dass man mit der 4% Stilllegungsfläche, das alles braucht, was ja wieder Schmarrn ist. Und bevor wir was stilllegen und gar nichts machen können, tun wir es mähen und dann eben als Futter nehmen. Und haben halt dann dafür nächstes Jahr halt sehr wenig Kräutern. Aber gut, was soll man machen? Bevor es ganz stillgelegt wird, tun wir lieber da noch ein wenig dann immer mähen und so. Und ja, ich tue jetzt dann für euch ein paar Aufnahmen machen. Wir sind ja mit dem Acker bald fertig. Ist ja nicht so viel. Dann sind wir fertig mit dem Stroh und ich denke, morgen oder die Tage werden wir es dann halt reintun. Aber es ist schon noch gut feucht, aber ja, passt schon. Thank you.
halt so ist, kommt immer alles zusammen. Wie man sehen kann, heute hat der Teleskoplader außen Einsatz. Presse ist jetzt gerade am ersten Feld. Wir haben gerade, also heute Vormittag, war es so bewölkt. Dann haben wir nicht gewusst, ob wir Strom drin brauchen. Weil wenn es regnet, ist ja egal. Dann war das Wetter plötzlich gut. Dann sind wir losgefahren, um 10:30 da alles zusammentun und halt nochmal umdrehen. Und dann ist aber beim 500er hinten die Reifen, die waren schon ziemlich abgefahren, ist der erste Reifen schon vor ein paar Tagen, hat er leicht Luft gelassen. Dann haben wir geguckt, dass wir so schnell wie möglich eben das dann machen. Dann haben wir jetzt halt nicht dazukommen, weil das mit dem Stroh und so war. Und prompt heute hat der zweite Reifen dann einen Platten. Jetzt ist mein Onkel gerade weg, zwei neue Reifen eben auf Felgen ziehen und so und holen halt, dass wir dann damit das wieder in Schuss kriegen, den 500er. Solange muss halt jetzt der Teleskoplader fahren. Ja, heute Mittag fahren wir gerade vom Umdrehen wieder heim. Haben wir Tropfen auf der Scheibe, hat so ein leichtes, ganz ein leichtes Tröpfele gegeben. Kannst halt einfach nichts machen, eben, da kommt plötzlich wieder alles zusammen, wirklich, das ist, manchmal denkst du dir wirklich Katastrophe. Aber alle tun halt was, ja, müssen wir jetzt halt einfach abwarten, wir tun jetzt das nur zusammen. Erstmal die Ballen zusammenstapeln, bis euer Wagen voll ist, muss mein Vater in den Stall. Dann ist erst einmal, dann tun wir nichts mehr rein, erstmal bis mein Onkel halt wiederkommt. Aber dadurch, dass halt das jetzt schon wieder so gewittrig ausschaut, denke ich, wäre der Acker gleich bei uns neben Hof oder ziemlich nah am Hof dran, den wäre ich dann vermutlich mit dem Teleskoplader erst einmal Ballen auf Ballen stellen, immer auf zwei Stellen, damit das, wenn es regnen sollte, was jetzt halt gerade wieder so ausschaut mit den Wolken, dass das nicht alles kaputt ist. Und ja, genau, ich tue jetzt dann für euch noch ein paar Aufnahmen machen und dann werden wir ja sehen, wie das alles noch verläuft. Wenn was Spannendes gibt, dann sage ich es euch schon wieder. Und Leute, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe oder nicht. Wie man hören kann, wir fahren rückwärts mit dem Teleskoplader und es ist kein Gepiepse mehr da, weil nämlich, wenn der warm wird, irgendwann so ganz leislich piepst und irgendwann hört die ganz auf. Also irgendwie, wenn man schon was einbaut, wo piepst, dann sollte man es vielleicht gescheit machen, so dass es dann entweder gar nicht ist oder eben gescheit, weil wenn das so leislich umeinander piepst, das ist immer nicht sehr schön zu erfahren, wenn das so komisch umeinander kreischt, so. Das ist ein ganz komisches Geräusch, das muss ich euch mal. Vielleicht tun wir das ja irgendwann mal noch einmal so haben, dass ich es euch einmal auf Kamera aufnehmen kann. Aber ansonsten, auf alle Fälle, das ist halt. Sonst ist der Teleskoplader schon gut, aber das nervt ein wenig manchmal. So, jetzt fahren wir dann zum nächsten Acker und dann bringen wir den wahrscheinlich nur halb auf und dann fahren wir heim.
Ich habe jetzt halt ein paar Aufnahmen gemacht, aber auch wieder ein paar Tropfen gespürt. Ihr habt es auch vielleicht im Video gesehen, ich weiß nicht, wie gut die Aufnahmen sind. Auf alle Fälle war das Fendt 818 da mit dem Gruppe. Wer das ist, weiß ich nicht. Habe ich mal gefilmt. Also das ist schon ein cooles Teil, muss ich sagen. Aber für uns wäre es ein wenig zu groß. Aber wir haben ja nur Bulldog selber eigentlich. Eigentlich. Wenn nicht Reifen verrecken, dann haben wir selber nur Bulldog. So Leute, wir laden gerade einen zweiten Wagen ab. Haben sie jetzt halt fast drin, ein bisschen was kommt noch. Das Wetter ist jetzt wieder strahlender Sonnenschein. Aber für Nacht und für morgen hat er wegen Regen angesagt. Also wie es mit dem Silien weitergeht, werden wir sehen. Wie man sehen kann, das sind jetzt halt hier die neuen Reifen vom 500er. Die tun wir jetzt halt dann aufmachen und dann tun wir die restlichen Ballen mit dem holen. Dann brauchen wir nicht mehr im Teleskoplader fahren, weil ich glaube knapp 10 oder so kommen noch. Die machen wir jetzt halt, wenn wir den abgeladen haben, drauf, die Reifen und dann. So Leute, ich bin jetzt gerade hier hinten an der Werkstatt. Wie man sehen kann, jetzt hat halt der 500er ist jetzt halt gerade aufbockt. Wir tun jetzt halt da eben gleich, wie gesagt, schon die neuen Reifen hin und dann ist gut, dann tun wir mit dem die restlichen Ballen rein. Also bis bald, bis gleich, bis bald. Wann es halt weitergeht. Ja, genau. Die Reifen habt ihr ja schon gesehen. Die sind jetzt, hat mein Onkel jetzt halt mitgebracht. Und die sind auf dem Wagen. Wir laden jetzt halt nur die letzte Fuhre Stroh ab. Wo halt jetzt gerade noch auf dem Wagen ist. Dann tun wir die Reifen da drauf und dann tun wir nur das restliche Stroh rein. Das ist ja dann nicht mehr viel. So Leute, wie man jetzt halt sehen kann, jetzt sind die neuen Reifen dran. Die werden schnell wieder so wie die anderen, immer mit der Silobrühe und so. Aber ist halt schon wichtig, dass da jetzt halt neue Reifen drauf waren. Oder jetzt hat Sinn. Die Zettel sind nur dran. Und ja, und nur solche Dinge hier. Solche kleinen Gummidinger da. Ich weiß nicht, was das ist. Das kommt irgendwie von der Produktion auf alle Fälle. Die Reifen werden halt wieder runtergefahren und dann kaufen halt irgendwann wieder neue. Ist ja kein so ein großes Problem. Nur mit Löchern, wenn halt die Luft verliert, ist immer halt blöd. Zumal es jetzt auch so war, dass es genau heiß hat sein müssen und wir deswegen ein wenig hinten dran waren, aber dadurch, dass das Wetter jetzt halt wieder schön ist, passt es wieder alles und ja, das geht jetzt halt weiter, holen wir nur die letzte Fuhre. Morgen tun wir mähen, höchstwahrscheinlich fürs Silieren und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht dazwischen mal noch irgendwie Zeit finde, Zeitfenster findet, wo wir zwischen Gülle fahren, auf die Weizen stoppeln und dem Äckern da oder halt zwischen Silieren und dem Gülle fahren, da irgendwie einmal eine Stunde oder einen Tag findet, wo ich mir da mal an dem Acker ziemlich hier in der Nähe mal ausprobieren, ob das mit dem Striegel ohne die Einebnungsschiene funktioniert, weil mit der Einebnungsschiene haben wir es schon mal probiert. Da an dem einen Gerstenacker. Das hat semi gut funktioniert, weil das mehr aufgeschoben hat, als dass es eingeebnet hat. Natürlich muss man auch sagen, das ist für die Wiese gedacht, aber für die Wiese ist er ja auch hauptsächlich gedacht, aber probieren tun wir es trotzdem, weil umso besser Gerät halt ausgelastet ist, umso besser ist es und die Idee da eben gern mal richtig was mit dem machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann eben nächstes Jahr im Frühjahr auf die Wiesen und ansonsten, genau. Also, das werden wir ja dann sehen und vielleicht mache ich nur Aufnahmen, ansonsten war es das für das Video. So Leute, jetzt sind alle Strohballen herin. Wie viele es insgesamt
gegeben hat, weiß ich gerade nicht, aber insgesamt haben wir es schon aufgeschrieben. Also da steht jetzt ein Stapel oder ein bisschen mehr halt, bis da hinten. Man sieht ja, wie dunkel das Stroh ist hingegen dem Gerstenstroh. Hier steht dann auch noch eine Reihe so vorne rum, ein wenig hier mit Heine oben drauf. Wir bauen jetzt noch das Mähwerk hin, damit wir dann morgen gleich losfahren können. Und ja, das war's aber mit dem Video. Schaut mal bei meinem Online-Shop vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein Like und ein Abo da. Morgen wird eben, wie gesagt, zelliert oder erst einmal gemäht. Und am Montag tun wir zellieren und dann war es das eben, wie gesagt, für das Video. Und dann bis zum